Die Lymphklinik Wolfsberg ist eine Spezialklinik für lymphologische Krankheitsbilder. Sie besteht aus einer Akutabteilung mit 10 Akutbetten und einem Reha-Bereich mit 60 Rehabilitationsbetten, also insgesamt 70 Betten, die für Patienten aus ganz Österreich zur lymphologischen Rehabilitation vorgesehen sind. Ein Lymphödem ist eine chronische Erkrankung als Folge einer primären oder sekundären Lymphtransportstörung, das heißt einer angeborenen Lymphgefäßschwäche oder einer durch Behandlung, zum Beispiel Krebsbehandlung, verursachte Unterbrechung der Lymphbahnen. Unsere Studien zeigen, dass 2/3 der Patienten zum Aufnahmezeitpunkt psychisch belastet sind. Wir konnten auch zeigen, dass eine psychologische Mitbehandlung dieser Patienten zu deutlich besseren Behandlungsergebnissen führt. Bei vorliegender Reha-Bewilligung an unserer Lymphklinik erhält der Patient eine schriftliche Verständigung bezüglich des geplanten Aufnahmetermines. Mit gleicher Post erhalten Sie auch ein Informationsschreiben mit allen wichtigen Informationen, wie zum Beispiel, welche Befunde zum Antritt des Aufenthaltes mitgebracht werden müssen, erfolgt die Unterbringung in einem Einbettzimmer oder Zweibettzimmer, Ankunftszeit am Anreisetag und weitere wichtige Informationen. Bei eventuellen Unklarheiten oder bei zusätzlichen Fragen können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an uns wenden. Also die Patienten, die in unsere Lymphklinik kommen, die kommen aus allen Bundesländern Österreichs, zum Teil auch aus dem benachbarten Ausland, wie Italien, Slowenien. Das Alter dieser Patienten reicht vom Kleinkindesalter bis zu geriatrischen Patienten, also das heißt hochbetagten Patienten, die aufgrund von Zusatzerkrankungen nur unter stationärer Beobachtung die lymphologische Rehabilitationsbehandlung erhalten können. Für Kinder gilt, dass wir meistens in den Sommerferien schulpflichtige Kinder mit Begleitperson aufnehmen, um auch diesen kleinen Patienten eine adäquate intensive Therapie zu ermöglichen und im Rahmen dieser 3-wöchigen Rehabilitation auch die Eltern in der Therapie ihrer Kinder zu schulen. Zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Leistungen im Rahmen der Rehabilitation sind zum Beispiel Atemtherapie, Qigong, Nordic Walking bzw. auch Wanderungen, die Nutzung von Kulturangeboten im Bereich unserer Region. Diese Mehrleistungen können dann individuell von jedem Patienten ausgesucht und zusätzlich in Anspruch genommen werden.